Komm mal hier, wir gehen hier rum. Langsam. 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 Hallo. Hey, langsam. 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 Die freuen sich alle sehr, euch zu sehen. Ja. Jenna. Ist gut. Die Hundegeschwister zeigen sich von ihrer Schokoladenseite. Okay, also eine von den Welten ist einfach total positiv, sind total aufgeschlossen, süße Lieblingsfarbe, Elektrie, die mag ich am allerliebsten. Wollen Sie gerade mal mit drüber und zu uns übernehmen? Genau, und schauen mal, wie sie mit den anderen Tieren so sind. Wer traut sich als erstes über die Schwelle? Unterschiedlich, wie welche Welten gegen sie sich verhalten. Es ist auch schon vorgekommen, dass sie gar nicht raus wollten. Andere sind da ein bisschen entdeckerfreudiger und stürmen direkt raus und bewegen sich hier, als wenn sie schon immer hier gewesen wären. Die Welten staunen. So geht es ja zu, wie auf dem Bauernhof. Haben Sie jetzt erstmal Kontakt mit der Katze? Genau, ja. Das ist jetzt das erste Mal, dass die beiden sich sehen. Mal sehen, wie Katzenohren so schmecken. Lisa Diesel ist begeistert. Das ist wie immer noch die beste Vorbereitung für euch, der Leben für Hunde. Wir sind ja jetzt schon das erste Mal draußen und sind so offen. Und auch wenn wir Kontakt mit anderen Tieren suchen, ist halt einmalig zu werden. Eine Assistenzung soll ja einfach auch nicht alle verbreitet sein, soll auch mit Kindern rausgehen. Das ist natürlich schlecht, wenn man eine Katze jagen möchte. So müssen wir das Kind auch in die Zeit bringen. Was natürlich super hier ist, dass wir einfach aus! Nicht spielen. Caleb. Jue. Aus. Hey. Schluss. So ist gut. Dann gucken wir mal, ob die Welpis noch was fressen wollen. Welpis, Lässchen. Nach ihrem ersten Ausflug in die große weite Welt brauchen die Welpen dringend was zwischen den kleinen Zähnchen. Shadow. Falls sie was mit sich lassen. Ganz klasse. Zwei Schritte vor, einen zurück. So ganz geheuer ist das Wasser im Welpen noch nicht. Jue, ich bin